Am Mittwochabend stellten sich in den Räumlichkeiten von Verdi Rhein-Neckar im Tschernyring 20 vier verschiedene gemeinschaftliche Wohnprojekte und Wohnangebote aus Heidelberg und Mannheim vor. Hierzu hatten der Mieterverein, der Obdach e.V. und die Jugendagentur Heidelberg geladen. Britta Schlichting und Pascal Crossier von den Mietshäuser-Syndikatprojekten 13 Hektar Freiheit und Hage Butze sowie Frank Hader vom Eigentumsprojekt Woge Mark Twain und Klaus Bobe vom Obdach e.V. waren gekommen, um ihre Wohnkonzepte zu präsentieren. Die Moderation übernahm Christoph Nestor vom Heidelberger Mieterverein, der in einem eingänglichen Statement auch die Lage und Entwicklung des Wohnungsmarktes in Heidelberg seit dem Wegzug der Amerikaner skizzierte. Er forderte unter anderem ein proaktives Vorgehen bei der Strukturierung der räumlichen Ordnung durch Gemeinderat und kommunale Organe, die Einbeziehung neuer Wohnraumformen bei der Entwicklung neuer Flächen und ging auch auf die Rolle von kommunalen Baugenossenschaften und der BIMA ein. Es sei wichtig, dass keine Großspekulation betrieben, sondern neuer Wohnraum möglichst kleinparzellig verteilt werde, um eine gesunde Durchmischung und möglichst wenig Profitorientierung zu erreichen. Im Anschluss wurden dann die unterschiedlichen Wohnprojekte vorgestellt, die auch als Inspiration für weitere Projekte dienen können. Beim Wohnprojekt Hagebutze wurden mehrere Häuser im Mark Twain Village umgebaut und saniert. Bei den Wohnungen handelte es sich um eine Mischung aus Ein- bis Zweizimmerwohnungen bis hin zu 9-Personen-WGs. Mit einem Investitionsvolumen von 3 Millionen Euro wurde dort eine Kaltmiete von derzeit rund 6 Euro erzielt. Also Hagebutze ist ein gemeinschaftliches, selbstverwaltetes Wohnprojekt. Das heißt, es ist eine Gruppe von etwa 70 Personen zwischen 0 und 70 Jahren, die in Heidelberg gemeinsam lebt, in anderthalb Gebäuden auf den Konversionsflächen. Wir haben vor etlichen Jahren schon eine GmbH gegründet. Diese GmbH hat 2016 von der Stadt anderthalb Gebäude gekauft. Das heißt, wir sind alle Mieter in den Gebäuden. Die GmbH, der zweite Gesellschafter der GmbH, ist das Mietshäuser-Syndikat, ein Zusammenschluss von über 100 solchen Projekten. Und wir haben gemeinsam die Häuser gekauft und saniert und ziehen dort jetzt die letzten Bewohner ein. Dabei war es uns wichtig, dass wir zum einen die Erdgeschosse barrierefrei gestalten, damit auch Menschen mit Bedarf eben bei uns einziehen können, dass wir mietgünstigen Wohnraum schaffen. Das haben wir im Moment mit Kaltmieten unter 6 Euro geschafft. Die Frage, ob wir das so halten können, dass wir viel Raum für Gemeinschaft haben. Deswegen haben wir ein gemeinschaftliches Wohnzimmer, wir haben eine Werkstatt, wir haben einen Feierraum im Keller, wir haben einen Veranstaltungsraum, der auch für Gruppen von außerhalb zugänglich sein soll. Wir wollten den Wohnraum dauerhaft dem Immobilienmarkt entziehen. Das heißt, das Mietshäuser-Syndikat als zweiter Gesellschafter hat ein Vetorecht bei Hausverkauf. Und diese günstigen Mieten sind dauerhaft eben gesichert für alle Menschen, die davon profitieren können. 13 Hektar Freiheit wiederum ist ein Wohnprojekt in den Turley Barracks in Mannheim, das seit 2010 mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 4,5 Millionen Euro 29 Wohnungen mit rund 2630 Quadratmeter umgebaut und renoviert hat. Man habe mit Unterstützung des Mietshäuser-Syndikats eine Kaltmiete von 7,60 Euro realisiert. Die Investitionssumme wurde aus Direktkrediten, öffentlichen Fördergeldern und einem Bankdarlehen finanziert. Also es geht so ein bisschen auf, wir sind so ein bisschen die spannende Kulisse und wiederum nutzen wir natürlich auch unsere Stellung, die wir in der Stadt haben, um da immer so ein bisschen auf der Stachel zu bleiben und darauf hinzuweisen. Also ich glaube, es war der Stadt auch klar, weil wir bespielen dieses Quartier. Also durch uns entsteht da Leben, wir sind da souverän drin, der Hauptinvestor, da ist gerade Baustillstand, keine Ahnung, was da los ist und die Wohnprojekte stehen. Die stehen, wir wohnen da, sind alle 2016 eingezogen. Das Eigentumsprojekt Woge wird ebenfalls im Mark Twain Village umgesetzt. Dabei wird eine Mischung aus Umbau und Neubau vorangetrieben. Als Investitionssumme sind hier rund 17,5 Millionen Euro kalkuliert. Baubeginn ist hier ab Dezember 2017 geplant. Ja, wir sind eine Baugruppe in Heidelberg, die sich im Jahr 2012 gegründet hat als Verein, der zunächst mal die Idee hatte, auf dem Mark Twain-Gelände ein gemeinschaftliches Wohnprojekt zu realisieren. Wir waren damals 12 Leute. Die Anzahl der Bewerber und Interessenten wuchs also sehr schnell. Dann haben wir gemerkt, dass wir aus finanziellen Gründen das nicht mit einem Verein machen können, sondern wir müssen das mit Hilfe einer Gesellschaft dann realisieren. Diese Gesellschaft organisiert das Bauvorhaben und am Ende wird es eine Wohnungseigentümergemeinschaft geben, wo jeder seine eigene Wohnung hat, aber zu einem Preis, der also deutlich
unter den Marktpreisen ist, weil wir alles selbst organisieren, das unternehmerische Risiko selber tragen, weil wir auch Architekt, Planer und Bauunternehmer selber aussuchen und es keine Gewinnmarge gibt. Die Angebote von Obdach e.V. wiederum richten sich an die bedürftigsten Menschen. Seit über 30 Jahren sorgt der Obdach e.V. in vereinseigenen und angemieteten Unterkünften dafür, dass obdachlose Menschen wieder ein Dach über dem Kopf haben. Dabei wirken die drei Säulen Unterkunft, Betreuung und Beschäftigung eng zusammen. Den Verein Obdach e.V. gibt es seit über 30 Jahren. Wir sind in der Bahnhofstraße 3 und wir verfügen insgesamt über 45 Wohnungen, die wir vermieten an Menschen, die ehemals obdachlos gewesen sind, die zu uns gekommen sind, die uns gebeten haben, ihnen Dach über dem Kopf zu verschaffen. Ein Teil der Wohnungen mieten wir an, im Wesentlichen von der Stadteigengesellschaft GGH. Andere gehören uns. Und zu unserem Konzept, SN3-Säulen-Konzept, gehört neben dem Wohnen auch das Thema Betreuen. Das heißt, die Menschen, die die ganze Zeit obdachlos waren, zu uns kommen, die müssen auch wieder in die Gesellschaft reintegriert werden. Und dazu gehört auf alle Fälle auch die notwendigen Gänge zu den Behörden, die Anträge zu stellen, dass auch die ganzen ihnen zustehenden Sozialleistungen fließen. Zur Betreuung gehört auch das Thema Gesundheit, Gesundheitsfürsorge. Also dafür zu sorgen, dass die Menschen, wenn sie krank sind, rechtzeitig zum Arzt oder ins Krankenhaus kommen. Und dann, und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, da haben wir jetzt nochmal ein internes Projekt aufgesetzt, um uns da weiter zu verbessern. Wir wollen die Menschen auch beschäftigen. Beschäftigen ist sinnvoll und notwendig. Einmal, um ein eigenes Einkommen zu erzielen. Das ist bei unseren Menschen aber nur zum Teil möglich. Aber die Menschen, die brauchen auch einen Lebensrahmen, einen Tagesrahmen. Die brauchen eine gewisse Struktur und zu dieser Struktur gehört auch eine irgendwie geartete Beschäftigung. Deswegen hat der Verein interne Beschäftigungen, wie zum Beispiel für Gartenarbeiten, für Putzarbeiten, für Reparaturen, kleine Investitionen. Und da beschäftigen wir die Menschen im Rahmen ihrer Fähigkeiten.